Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir noch auf dem Zettel haben hier. Gerechtigkeit. Ja, die Gefährtenquest. Ogryn. Weiß ich nicht, wie ich das triggern soll. Ja, Blitzrunde des Großmeisters. Ich denke, da muss ich... Warte mal. Diese eine Dings kaufen hier. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ah, aber natürlich. Erlaubt es dem Leser seine Attribute, Fähigkeiten, Talente neu. Ja, dann brauche ich das wohl. Gut. Oh, jetzt ist er nackig. Weil er die Rüstung nicht mehr tragen kann. Oh nein, ich weiß gar nicht. Oh. Nun gut, ich glaube. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt hier irgendwas richtig mache. Bestimmt jetzt voll verskillt, ist mir jetzt aber auch egal. Jo, dann braucht man noch seine Sachen wieder. Okay. Mit wem wollen wir in die Stadt gehen? Ja. Das glaube ich ganz gut so. Denn man tau, nicht? Auf hier mit Gebrüll. Ich bin nicht so ein großer Fan von Effekten. Ich bin hier! Ja, weiß ich. Wenn es flimmert und irgendwelche Neonfarben und sowas. Nicht mein Favorit. Huch. So, dann... Christophs Gemahlin Aura ist auf der Suche nach ihrem Mann. Ach, wie geht's wachgekommen? Sie war ziemlich aufgebracht, nachdem Gerechtigkeit ihr offenbart hatte, dass Christoph tot ist und sein Körper nun von einem Geist aus dem Nichts kontrolliert wird. Ja, wundert mich nicht. Gerechtigkeit hofft, Auras Schmerz lindern zu können, indem er sie in ihrem Haus der Stadt Amaranthin aufsucht. Diese verdammte Robe.
Sie ist so grob, dass sie juckt. Die ehrwürdige Mutter einer Stadt dieser Größe verdient etwas Besseres. Ja, auf jeden Fall. Geht ja nicht um irgendwie die Armen oder Bedürftigen. Nein, es geht darum, dass die Ehrwürdige... Wo haben die Brüder mein Buch hingelegt? Ich sollte sie für ihre Anmaßung auspeitschen lassen. Alles klar, okay, tschüss. Aura, ich bitte euch, habt keine Angst. Ich möchte euch nicht beunruhigen. Ihr seid der, der im Körper meines Gemahls steckt. Ich bin ein Geist der Gerechtigkeit. Ich habe eurem Gemahl niemals Schaden zugefügt. Hätte ich die Macht dazu, würde ich euren Schmerz lindern. Als er fortging, wusste ich, dass so etwas geschehen könnte. Er hat es mir gesagt. Sein Vater ist ebenfalls als grauer Wächter gestorben. Bitte sagt mir, ob ich irgendetwas für euch tun kann. Ihr müsst es nur sagen, und ich werde es tun. Rächt ihn, Geist. Ich bin bereit, noch etwas länger auf seine Asche zu warten, wenn es bedeutet, dass derjenige, der ihm das angetan hat, dafür bezahlt. Die dunkle Brut. Ja, ich verstehe. Und nun ist sie fort. Habe ich das Richtige getan? Das weiß ich allerdings auch nicht. Ich glaube nicht, dass es hier so etwas wie das Richtige gibt. Das ist äußerst weise. Sie hat diesen Mann sehr geliebt. Ebenso wie er sie. Ich beneide sie um das, was sie hatten. Ich muss weiter darüber nachdenken. Aber nicht jetzt. Ich danke euch, dass ihr mich hierher geführt habt. Ja. Gar nicht für. So. Ich muss diese blöde Blitzrune auch noch machen. Okay, ich brauche irgendwelche komischen Runensteine. Ab zur Wacht! Der Mann, dessen Körper ich bewohne, hat diese Frau verehrt. Sie und denjenigen, den man den Erbauer nennt. Glaubt ihr an diesen Erbauer, so wie er es tat? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich glauben soll. Einige der Geister im Nichts glauben daran, dass ein Schöpfer uns Leben gegeben und von dieser Welt getrennt hat. Glauben sie vielleicht nur daran, weil sie den Erbauer in den Träumen der Sterblichen sehen? So vieles im Nichts wird von Geistern erschaffen, die verzweifelt versuchen, euresgleichen nachzuahmen. Wollt ihr damit sagen, die Geister wissen es nicht? Es gibt viele, die es nicht einmal interessiert. Die Dämonen leben für den Moment. Aber diejenigen unter uns, die nach etwas Größerem suchen, wir stellen uns Fragen. Hier kann man sich sicher sein, dass alles, was ist, auch schon immer war. Ist das denn nicht tröstlich? Diese Welt verändert sich ständig. Nur die Naturgesetze bleiben gleich. Dinge geschehen, aber sie stehen miteinander im Zusammenhang. Ihr nehmt die Struktur eurer Welt als gegeben hin. Um zu glauben, benötigt man Strukturen und Vertrauen. Im Nichts haben wir weder das eine noch das andere. Ich verstehe, warum die Dämonen so begierig darauf sind, den Schleier zu durchqueren. Darüber muss ich nachdenken. Ach, verdammt! Oh, Leute, ich glaube, ich hab's geschafft. Oh. Ich glaube, ich hab's geschafft. Was ist los? Nichts. Ich hab mir den Zeh gestoßen. Es ist einfach einer dieser verdammten Tage. Genauer gesagt, eine dieser verdammten Wochen. Ach! Möchtet ihr darüber reden? Das heißt dann aber nicht, dass ihr mich nicht mehr ernst nehmt, oder? Nein. Ach, wen juckt's? Ich habe nur gerade an Felsi und den Kiesel gedacht. Ich habe mich ihnen gegenüber nicht richtig verhalten, oder? Nein, habt ihr nicht. Das mag ich an euch. Ihr seid ehrlich und direkt.
Wie ein Schlag in den Magen. Ich glaube, Felsi hat es immer gewusst. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte. Sie wusste, dass ich nie wieder sesshaft werden würde. Ich habe es einmal getan und... Nun, ihr wisst ja, was daraus geworden ist. Naja, aber... nur weil Branka passiert ist, heißt das ja nicht, dass er überhaupt nicht gemacht ist fürs Familienleben. Er flieht ja auch so ein bisschen davor. Ich befürchte, ihr habt euch einfach nicht genug Mühe gegeben. Ei, vermutlich. Aber jetzt bin ich hier und ich bin frei. Felsi kommt bestimmt darüber hinweg. Aber der Kiesel, das ist es, was mich innerlich zerfrisst, Kommandant. Das kleine Ding wird es niemals verstehen. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht Teil des Lebens eures Kindes sein solltet. Vielleicht könnte ich sie ja hier und da mal besuchen. Oder ihnen einen Brief schicken. Ja. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Als Vater. Und hey, zumindest wird das kleine Ding mit der Vorstellung aufwachsen, dass sein Vater ein großer Held ist. Was ihr ja auch seid. Och, ihr. Kommt, lasst uns gehen, bevor ich noch feuchte Augen bekomme. Na los! Ja, mein Kumpel. Sehr gut. Das ist hervorragend. Jetzt muss ich nur noch diese blöde Rune da irgendwie hinkriegen. Ah. Eigentlich glaube ich, gibt es noch mehr Gespräche, wenn die alle auf 100 sind. Aber ich habe nicht mehr genug Geschenke und sowas. Damit muss ich jetzt leider leben, denke ich. Ja. Ich könnte natürlich cheaten, aber von cheaten halte ich eigentlich nicht so viel. Naja. Kann ich euch behilflich sein? Natürlich. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon brauche. Ich kaufe einfach mal. Oh. Hey. Diese Welt ist so anders, als ich erwartet hatte. Die Dämonen gieren danach, den Schleier zu durchqueren. Aber wir anderen verspotten sie dafür. Wir beneiden die Sterblichen nicht. Wir bedauern sie. Vielleicht solltet ihr uns stattdessen lieber helfen. Die Geister sind der Meinung, dass die Menschen außerhalb ihrer Reichweite und der Hilfe nicht wert sind. Sie verstehen es nicht. Hm. Wir irren uns, was diese Welt betrifft. Sie steckt voller Schönheit. Und die Sterblichen sind es wert, gerettet zu werden. Ihr habt mir im Nichts geholfen und euch seitdem immer wieder bewiesen. Es ist nicht rechtens, alle Sterblichen gleich zu beurteilen. Ich freue mich, dass ihr das so seht. Ich frage mich, dürfte ich euch um etwas bitten? Natürlich. Es gibt in dieser Welt etwas, das ihr Lyrium nennt. Könntet ihr für mich vielleicht einen Gegenstand finden, der daraus gemacht ist? Ihr seid kein Magier. Wofür benötigt ihr dann Lyrium? Ja, reines Lyrium ist gefährlich, stimmt auch. Ich will aber wissen, wofür. Ich wünsche mir nur ein kleines Stück reinen Gesteins. Das Lyrium, von dem die Sterblichen im Nichts träumen. Es ist nicht dasselbe. Hier singt es. Dieser Klang ist etwas, das nur ein Geist hören kann. Aber er beschwört eine Sehnsucht herauf, die ich zuvor nicht kannte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wäre dieser Ring hier ausreichend? Ich glaube, der Stein besteht aus Lyrium. Es ist perfekt. Genau das habe ich gesucht. Oh, ich danke euch. Ich hoffe, er ist euch nützlich. Wie kann Schönheit nützlich sein? Von allen Dingen, die ich in dieser Welt gesehen habe, ist dies hier das Kostbarste. Ich werde ihn bei mir tragen, um mich immer daran zu erinnern, dass selbst im Unglück noch Gutes zu finden ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wahrscheinlich verändert dieser Ring ihn oder so. Dum, tadum, dum.
Oho. Oho. So, mein Guter. Dann schwing mal den Hammer hier. Habe ich alles? Nee. Oh nein. Ich brauche Erzmittel und sowas. Experten. Novizen. Ach, ich brauche zwei davon. Oh no. Kann ich euch behilflich sein? Ja, ich brauche eine Novizenrude. Natürlich. Vorsicht, nehme ich davon auch noch mal ein paar mit. So, jetzt aber. Oho. Oho. Ach nee. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Runen brauche. Oh, und noch mal rein. Sehr. Ich hätte es natürlich auch besser machen können und einfach mal gucken können und wir es ausrechnen können, aber... Kann ich euch behilflich das sein? Das wäre ja zu einfach. Natürlich. Ah, Mann, ey. So, komm. Keine Ahnung, wird schon gut gehen hier. Oho! Oho. Bereit. Ja, hoffe ich. Ta-ta-da-da! Meister Wade, Meister Wade. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ausgezeichnet. Oh, was für ein wundervoller Tag. Also, was wollen wir daraus machen? Einen tödlichen Bogen oder einen stabilen Schild? Ich finde das Schild ganz gut. Aber natürlich. Los, geht dort rüber. Und was? Sorgt dafür, dass mir Harren nicht in die Quere kommt. Es ist vollbracht. Was für ein herrliches Holz. Hier, bitte. Und nun geht, bevor ich in Tränen ausbreche. Okay. Ja. Ja. Das ist gut. Das gefällt mir. So, habe ich noch irgendwas? Der Handel muss blühen. Die ist verbuggt, die Quest. Das ist natürlich blöd. So. Ist hier noch was? Nein. Dann gehe ich nochmal verkaufen. Benötigt ihr etwas, Kommandant?
So, dann werde ich nochmal Geschenke verkaufen, genau. Geschenke verteilen und dann mache ich die letzten Gefährtengespräche und danach geht's mit der Hauptstory weiter. Die Frage ist, was habe ich hier eigentlich noch? Christophs Medaillon, das ist ja wohl... Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Glöckchenhalsband, das haben wir wohl hier. Oh, für mich? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, Christophs Andenken. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Leeres Tagebuch ist Villana. Was soll das? Dieses Buch ist leer. Warum gebt ihr mir ein derart nutzloses Ding? Weil ihr es füllen werdet. Füllen? Und womit? Mit Rezepten für geröstetes Wildschwein und Pudding? Mit Geschichten über die Dalish. Geschichten? Für die... Oh, das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe, aber... Hey. Aber gleichzeitig auch brillant, Map. Wir Dalish werden niemals wiederfinden, was wir verloren haben. Vielleicht ist es ja an der Zeit, neue Geschichten zu erschaffen. Vielleicht werden sie eines Tages für meine Kinder und Kindeskinder die Verbindung zu ihrer Vergangenheit sein. Zu mir. Ich erkenne nun, wie kostbar dieses Geschenk ist. Und ich... Danke euch dafür. Oh. Oh, schön. Hä, 84, Gerechtigkeit, Nathania. Vielen Dank. Ah, ich weiß gar nicht, wem was gehört, ehrlich gesagt. Ein weicher Wollschal. Ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Buch über die Herkunft und Geschichte der Phylakterien. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Ein Buch über Lyrium, das auf zahlreichen Mutmaßungen aufbaut. Mein Dank ist euch gewiss. Durch das Nichts inspirierte Poesie. Mein Dank ist euch gewiss. Ein empfindliches Instrument zur Navigation. Keine Ahnung. Das ist nett, danke. Was hab ich hier noch? Schneekugel. Ja, wer könnte das gebrauchen? Keine Ahnung. Kleine Figuren von König Kaelin und Königin Anora in einer mit Wasser gefüllten Kugel. Glitzernde Körnchen Schnee tanzen um sie herum. Für mich? Oh, wundervoll. So. Was bringen diese Mauern eigentlich? Mir ist hier drin genauso kalt wie draußen. Wann brechen wir auf? Wisst ihr, die dunkle Brut löscht sich nicht selbst aus. Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid. Ihr verdient eine Entschuldigung. Schon in Ordnung, das ist nicht nötig. Doch, es ist nötig. Und es ist nicht in Ordnung.
Als ich aus den Freien Marschen zurückgekehrt bin, war ich überzeugt, dass meine Familie vernichtet wurde, weil sie im Krieg auf der falschen Seite gestanden hat. Aber mein Vater hatte sich das selbst zuzuschreiben. Nicht irgendwelche Intrigen waren schuld daran, sondern ein einzelner, selbstsüchtiger Mann. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich bin mir sicher, euer Vater hatte auch gute Seiten. Ja, die hatte er. Früher. Aber das ist keine Entschuldigung für seine Taten. Ich war einfach dumm und habe wie ein Kind euch und den Wächtern die Schuld gegeben. Und dennoch habt ihr euch als so etwas wie ein Freund erwiesen. Oder verstehe ich auch das falsch? Nein, wir sind Freunde. Gut. Wisst ihr, als ihr mich verpflichtet habt, hätte ich niemals gedacht, dass es mir irgendwann gefallen würde. Aber wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Ich möchte nicht noch mehr eurer Zeit vergeuden. Ihr vergeudet aber keine Zeit. Wir sollten uns auf unsere aktuelle Aufgabe konzentrieren. Dürfte ich anmerken, dass ihr ziemlich in Ordnung seid? Ich bin ziemlich in Ordnung. Und ein Paradebeispiel für männliche Heldenhaftigkeit. Und außerdem ein Gelehrter. Nun ja, als die Templer mich holen wollten, hättet ihr auch einfach entscheiden können, dass ich den Ärger nicht wert bin. Aber offenbar bin ich den Ärger doch wert. Und wenn man bedenkt, dass ich üblicherweise reichlich Ärger bedeute, sollte ich euch wirklich dankbar sein. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Und ich bin froh, bei euch zu sein. Als ihr mich rekrutiert habt, dachte ich, ich käme vom Regen direkt in die Traufe. Aber es ist gar nicht so übel, ein Wächter zu sein. Es ist wie ein angenehmer Waldspaziergang mit der dunklen Brut. Es ist eine ernsthafte Aufgabe. Ja, ich weiß. Todernst. Ich dachte einfach, ich sollte es mal erwähnen. Ich danke euch, Kommandant. Für alles. Ja, ich mag sowas. Wollen wir weiter? Nein, ich will mehr mit euch reden. Ich habe über Aura nachgedacht. Die Sterbliche, die mit Christoph vermählt war. Ich kann nicht aufhören, sie um ihre Liebe zu beneiden. Aber Neid ist ein Gefühl der Dämonen. Ein Begehren nach etwas, das man nicht haben kann. Ihr solltet vorsichtig sein, ich denke schon. Diese Welt ist schwer zu verstehen. Ihr existiert zwischen großer Dunkelheit und gewaltiger Schönheit. Das muss verstörend sein. Und doch wünsche ich mir, mehr zu sein. Es ist so erhellend. Ich danke euch, dass ihr mich in diese Welt gebracht habt. Ich danke euch, dass ihr bei mir geblieben seid. Was ich auch weiterhin tun werde, falls ihr es mir gestattet. Ihr habt euch als Freund erwiesen, Grauer Wächter. Das ist beispielhaft für alles Gute, was es in der Welt der Sterblichen gibt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen werden. Wir sollten keine Zeit vergeuden. Das Werk der Gerechtigkeit muss getan werden. Ja, aber erstmal Gespräche. Ihr seid doch eigentlich tot, oder? Ja, eigentlich. Aber wie funktioniert dann alles bei euch? Wie könnt ihr beispielsweise euer Schwert halten? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Ich vermute, es geschieht durch Magie. Und funktioniert auch alles andere? Ist alles unbeschädigt? Sind alle Rohre frei? Ich nehme an, ihr spielt auf etwas an. Aber ich weiß nicht, worauf. Ach, kommt schon! Ihr habt doch Erinnerungen, oder? Christophs Erinnerungen. Ja. Und Christoph war verheiratet. Ihr habt doch auch daran Erinnerungen, richtig? Ja. Aha, dann wisst ihr also, wovon ich spreche. Tue ich das? Ach, kommt schon. Christoph hat das südliche Pony doch bestimmt auch gebuttert. Ich glaube nicht, dass Christoph jemals ein südliches Pony gesehen, geschweige denn es gebuttert hat. Was soll das überhaupt bedeuten? Ach, gar nichts. Es bedeutet gar nichts. Ihr scheint mir eine besondere Zuneigung zu berauschenden Getränken zu haben, Zwerg. Wie kommt das? Zu berauschenden Getränken? Das, wovon ihr behauptet, dass es die Lebensgeister weckt. Auch wenn ich diese Bezeichnung demütigend finde. Ach, ihr meint Schnaps.
Ihr solltet ihn mal probieren. Wenn es dazu führt, dass ich mich wie ihr verhalte, verzichte ich lieber darauf. Selbst schuld. Ihr sprecht häufig über Körperfunktionen. Nicht halb so oft, wie sie wirklich vorkommen. Aber warum seid ihr so besessen davon? Ich habe selbst einen sterblichen Körper, und doch bereitet ihr mir kein derartiges Vergnügen. Ihr habt einen toten, sterblichen Körper. Versucht es irgendwann mal mit einem Lebenden, dann unterhalten wir uns weiter. Ich soll von einem lebenden Körper Besitz ergreifen? Niemals. Tja, euer Pech. Viel Spaß noch mit eurer Leiche. Habt ihr euren giftigen Blick noch immer nicht aufgegeben, Herrin? Es ist so menschlich, jemanden Herrin zu nennen. Es ist ein Ausdruck des Respekts. Haltet ihr es etwa für typisch menschlich, Respekt zu zeigen? Wagt es nicht, mich zu verspotten. Na dann, hört damit auf! Ich habe euch möglicherweise falsch eingeschätzt. Nur möglicherweise? Ich neige manchmal dazu, alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Solange es ein derart hübscher Kamm ist, stört mich das nicht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Ich will damit sagen, dass ich euch für eure Entschuldigung danke, Herrin. Oh, also gut. Als ihr über diesen hübschen Kamm gesprochen habt, meintet ihr da mich? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es das erste Mal war, dass euch jemand hübsch genannt hat. Und wenn doch? Dann unterhaltet ihr euch vermutlich nicht mit besonders vielen Leuten. Die meisten Leute sind es nicht wert, sich mit ihnen zu unterhalten. Ihr glaubt also nicht, dass die Elfen unsterblich waren. Habe ich das etwa gesagt? Ihr habt mich gefragt, ob ich glaube, dass meine Vorfahren einst unsterblich waren. Und wo in dieser Frage versteckt sich ein Hinweis darauf, dass ich das anders sehe? Dann glaubt ihr also doch, dass die Elfen unsterblich waren. Auch das habe ich nicht gesagt. Ihr seid nervtötend. Ihr habt also ebenfalls eine Schwester. Eine jüngere Schwester? Das ist kein Geheimnis. Immerhin habe ich sie schon mehrfach erwähnt. Ich habe lange gedacht, meine Schwester sei tot. Als wir noch Kinder waren, hat sie immer Käfer unter meine Bettdecke gesteckt. Und sie hat darüber gelacht, wie ich geschrien habe. Serani hat mir immer Harz in die Haare geschmiert. Und zweimal hat sie mich auch in einen eiskalten Fluss gestoßen. Autsch! Ja. Also, warum wollte ich sie nochmal unbedingt retten? Sigrun, ich weiß, wie schwierig es sein kann, in Armut zu überleben. Als ich aus den freien Marschen zurückgekehrt bin, hatte ich nichts. Kein Geld, keine Familie, nichts. Es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ihr habt meinen vollsten Respekt dafür, dass ihr überlebt habt. Ich habe nicht überlebt. Die Legion der Toten. Erinnert ihr euch? Oh. Ihr denkt aber nicht wirklich, dass ihr tot seid, oder? Ich? Nein. Natürlich bin ich nicht wirklich tot. Höchstens symbolisch. Und wo liegt der Unterschied? In mehreren Litern Blut. Jener Teil Orsamars, man nennt ihn die Stadt des Staubs, richtig? Ist es dort wirklich so, wie ich gehört habe? Keine Ahnung. Was habt ihr denn gehört? Dass es wie in einem grauenhaften Elendsquartier ist. Oder in einem Gesindeviertel. Ach was, nein. Ich habe ein Gesindeviertel gesehen. Da war es doch ziemlich nett. Ich fange an, mich wirklich glücklich zu schätzen. Ist es nicht eine wundervolle Sichtweise? Man könnte eigentlich meinen, dass Leute, die so groß sind wie ihr, es häufiger so sehen würden. Sigrun, ist es wahr, dass Zwerge als Kiesel zur Welt kommen? Wieso sollten wir als Kiesel zur Welt kommen? Ich wusste es. Dieser schleimige, aus dem Maul stinkende Bastard. Rosa Kiesel sind Mädchen, graue Jungen. Pah, und ich hätte ihm das fast geglaubt. Ich schwöre, ich habe gesehen, wie ihr vorhin einen Haufen Dreck aufgehoben und daran herumgeschnüffelt habt. Das habe ich nicht. Doch habt ihr. Ich habe es gesehen. Na schön. Aber er riecht eben einfach gut. Nach gefallenen Blättern und Sonnenschein. Sollten Elfen nicht eigentlich eine Nähe zur Natur haben?
Warum seid ihr eurer Legion der Toten gegenüber so loyal? Und gegenüber Orsama? Ich dachte, sie hassen euch. Das tun sie auch. Ich bin eine Kastenlose, also bin ich in ihren Augen wertlos. Und dennoch würdet ihr euer Leben geben, um zu beweisen, dass... Was eigentlich? Dass ich mehr wert bin, als sie behaupten? Aber ihr schuldet ihnen nichts. Ihr müsst ihnen euren Wert nicht beweisen. Vielleicht muss ich ihn mir ja selbst beweisen. Ihr seid wirklich äußerst mürrisch. Das ist euch aufgefallen. Ich bin gut darin, die Leute zu durchschauen. Ah, es hat also nichts mit der Tatsache zu tun, dass ich daraus keinerlei Hehl mache? Eure Ohren sind so spitz, wie bei einem Tier. Könnt ihr dadurch auch besser hören? Wollt ihr damit vielleicht sagen, ich hätte große Ohren? Nicht übermäßig, natürlich. Ihr findet sie riesig und lächerlich, nicht wahr? Wisst ihr, jetzt, wo ihr es erwähnt... Ich wusste es. Sprecht mich ja nicht wieder an. Oh, sagt nichts. Jedes Geräusch fühlt sich an, als würde mir ein rostiger Nagel in die Stirn getrieben. Ihr hattet letzte Nacht wohl ein bisschen zu viel Spaß. Ich kann euch helfen. Vielen in meinem Clan ist es häufig so gegangen wie euch. Diese Wurzel, gemahlen und mit Wasser vermischt, ist das perfekte Gegenmittel. Hier. Was ist denn mit Befehlen, Frau? Was habt ihr mir gegeben? Nur eine Kleinigkeit, die euch daran erinnern soll, keine Geschichten über Kieselbabys mehr zu erzählen. Ich habe euch eine harmlose kleine Lüge aufgetischt und ihr... Oh, wann klingt diese Schwellung wieder ab? Sie macht mich wahnsinnig. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Vielleicht könnten wir uns ja eines Tages zusammensetzen und über Magie diskutieren. Und was sollte das bringen? Eine Menge? Große Zivilisationen sind durch den Austausch von Ideen entstanden. Durch Austausch? Ihr meint wohl durch Diebstahl. Gefolgt davon, dass der Bestohlene vernichtet wird. Wisst ihr was? Ich glaube, euer Hass hat euren Verstand vollständig verdrängt. Mein Hass hat meinen Verstand nicht verdrängt. Wow, sie spricht mit mir! Und das freiwillig! Fangen jetzt etwa auch Nugs an zu fliegen? Vergesst es. Entschuldigt. Ich konnte nicht widerstehen. Die Menschen und ihre unkontrollierbaren Bedürfnisse. Ihr seid aus eurem Zirkel geflohen, richtig? Mehr als einmal. Aber über mein Phylakterion haben sie mich immer wieder gefunden. Nicht, dass es mir viel ausgemacht hätte, geschnappt zu werden. Sie haben immer dieselbe Templerin geschickt, um mich wieder einzufangen. Vielleicht hat sie aber auch um den Auftrag gebeten. Ich hoffe, es war so. Auf unseren langen Reisen zurück zum Turm. Ich in Ketten, sie stumm vor sich hinstarrend. Hat es zwischen uns richtig geknistert. Ihr seid mehrfach vor eurem Zirkel geflohen? Nur wegen einer Frau? Nun ja, nicht wegen ihr. Aber durch sie hat es einfach viel mehr Spaß gemacht, mich wieder einfangen zu lassen. So bin ich eben. Ich versuche, die Dinge positiv zu sehen. Meine Feuerbälle sind größer als eure. Auf die Größe kommt es nicht an, Velana. Haben sie euch das etwa im Zirkel erzählt? Sie wollten einfach eure Gefühle nicht verletzen. Der Zirkel hat mich belogen? Bei Andrastes Schwert, meine Welt bricht zusammen. Ich wurde entmannt. Warum suchen sich Geister eigentlich immer Magier aus? Das frage ich mich schon lange. Ihr sprecht von Dämonen. Ich bin kein Dämon. Aber sind Dämonen denn nicht einfach nur Geister mit individuellen, schillernden Persönlichkeiten? Sie wurden von ihren Begierden verdorben. Aber was wollen sie denn nun von Magiern? Vermutlich wünschen sie sich das Gleiche wie ich. Stille. Mir ist bewusst, dass ihr gegen eure Unterdrückung kämpft, Magier. Ich entziehe mich der Unterdrückung. Das ist nicht ganz dasselbe, findet ihr nicht? Warum geht ihr nicht gegen eure Unterdrücker vor? Warum sorgt ihr nicht dafür, dass sie das auch keinem anderen antun können? Weil sich das ziemlich schwierig anhört? Untätigkeit ist eine Schwäche. Genau wie der Tod, ganz nebenbei. Diese Sache, über die ihr gesprochen habt, dieses Überwechseln in einen anderen Körper... Ich schätze, das ist keines eurer Lieblingsthemen, richtig? Wäre so etwas denn erlaubt? Würde man es nicht für abscheulich halten? Wenn jemand tot ist, braucht er seinen Körper nicht mehr, Gerechtigkeit.
Aber ich kann den Mann, der einst in ihm gelebt hat, noch immer fühlen. Ich kenne sein Leben, seine... Es ist nicht einfach nur ein Körper. Aber das ist doch gut, oder nicht? Ich finde es gut, dass ihr so empfindet. Ihr habt vielleicht recht. Wollt ihr sagen, dass ihr ein Dämon werden könntet, Gerechtigkeit? Das habe ich nie gesagt. Ihr habt gesagt, Dämonen seien Geister, die von ihren Begierden verdorben wurden. Ich habe keine derartigen Begierden. Aber irgendwelche Begierden müsst ihr doch haben. Nein, ich habe keine. Und jetzt hört mit dieser Fragerei auf. Ich bin der Meinung, dass ihr eine Verantwortung gegenüber den anderen Magiern tragt. Bezieht sich diese Selbstgerechtigkeit etwa auf mich? Ihr habt Unterdrückung erlebt und seid nun frei. Nun müsst ihr etwas unternehmen, um auch jene zu befreien, die noch immer unterdrückt werden. Oder ich kümmere mich um meinen eigenen Kram, wenn die Kirche an meine Tür klopft. Aber das ist falsch. Ihr habt eine Verpflichtung. Wisst ihr was? Willkommen in der echten Welt, Geist. Wie wäre es, wenn ihr euch einen lebenden Körper sucht, von dem ihr Besitz ergreifen könnt? Selbst wenn ich wüsste, wie, würde ich nicht von den Lebenden Besitz ergreifen. Eine solche Tat entspricht den Dämonen. Und was wäre, wenn die entsprechende Person damit einverstanden wäre? Warum sollte ein sterbliches Wesen so etwas jemals zulassen? Für das Leben oder aus Liebe? Vielleicht könntet ihr gemeinsam etwas tun, was alleine unmöglich wäre. Wenn ihr etwas geben würdet, anstatt etwas zu nehmen, würde ich euch nicht als Dämon betrachten. Darüber muss ich nachdenken. Ich danke euch, Nathaniel. Ich entschuldige mich, Gerechtigkeit. Ich wollte nicht andeuten, dass ihr zu einem Dämon werden könntet. Das hoffe ich doch sehr. Ich hatte mich nur gefragt, wo der Zusammenhang zwischen Geistern und Dämonen ist. Alle Magier zerbrechen sich den Kopf über Dämonen. Ich weiß nicht, was die Dämonen zu dem macht, was sie sind. Das Böse in ihnen stößt mich ab. Aber ich verstehe es nicht. Nun, dann hoffe ich, ihr werdet es niemals verstehen. Was ihr getan habt, die Ermordung dieser Männer im Wald. Was ist damit? Was ihr getan habt, war falsch. Ihr müsst Wiedergutmachung leisten. Und wem gegenüber sollte ich Wiedergutmachung leisten? Diese Menschen sind tot, wenn ich euch daran erinnern darf. Ihr müsst anderen Menschen gegenüber Wiedergutmachung leisten. Euer Hass auf ihr Volk war die Grundlage eurer Torheit. Ich an eurer Stelle würde nicht damit rechnen, dass es in nächster Zeit dazu kommt. Eure Haut löst sich ab. Das ist mir nicht aufgefallen. Soll ich euch vielleicht einen Wundumschlag machen? Oder etwas anderes? Irgendetwas? Der Anblick ist ein wenig verstörend. Ich entschuldige mich und danke euch für das Angebot. Aber wir können nichts dagegen tun. Christophs Körper ist tot. Dann können wir wohl auch nichts gegen den Geruch unternehmen, oder? Nein, ich fürchte nicht. Was geschieht mit euch, wenn Christophs Körper vollständig verwest ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich dann ins Nichts zurückgeschleudert? Oder ihr bleibt hier. Auf ewig gebunden an das letzte Staubkörnchen, das einst Christoph war. Haltet ihr das für möglich? Ich weiß noch weniger darüber als ihr. Wie stark ist euer Geist an diesen Körper gebunden? Könnt ihr ihn verlassen? Das könnte ich, wenn ich es wollte. Und wollt ihr ihn verlassen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr zuckt manchmal so unkontrolliert. Wirklich? Das muss irgendein Wechselspiel zwischen mir und Christophs verwesenem Körper sein. Es sieht aus, als würdet ihr tanzen. Oh, wir sollten dazu unbedingt Musik spielen. Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass mir dieses Zucken möglicherweise peinlich ist? Oh, tut mir leid. Ist es das? Nein. Hier habt ihr euren Dolch zurück. Hatte ich ihn etwa verloren? Oh nein, ich hab ihn aus eurem Gürtel gestohlen. Wisst ihr, es ist schwer, alte Gewohnheiten abzulegen. Es ist falsch zu stehlen. Nur wenn man erwischt wird. Und das war hier nicht der Fall, wenn ich euch daran erinnern darf. Ich habe meinen Dolch an meinem Gürtel festgebunden. Solltet ihr erneut versuchen, ihn zu entwenden, wird euch das Seil daran erinnern, dass es falsch ist zu stehlen. Aber ihr habt mir doch gerade gesagt, dass ich ihn nicht mehr stehlen kann. Warum sollte ich es dann überhaupt noch versuchen? Ich... Aber egal, hier habt ihr euren Ring zurück. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid Todzwergen? Ja, so könnte man es ausdrücken. Der Körper, den ich bewohne, ist ebenfalls tot. Ich glaube, das ist nicht ganz dasselbe, mein Freund.
Inwiefern ist es anders? Wie bitte? Inwiefern ist was anders? Inwiefern ist euer Tod anders als der meine? Mein Tod war nur symbolisch. Als ich der Legion beigetreten bin, war mein altes Leben beendet. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, der Tod wird mich schon bald einholen. Ich sorge mich nicht. Ich war einfach nur neugierig.